Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von OS Beat. Ich sitze hier gerade mit den Jungs von Royal Republic. Hi. Hey, wie geht's euch? Super, great. Und dir? Wie war eure Festival-Saison? Unsere Festivalsaison war wirklich gut. Leider gab es sehr viele unangenehme Überraschungen der regnerischen Art. Es hat wirklich fast überall in Strömen geregnet, bei fast 80% aller Festivals, auf denen wir gespielt haben. Und das waren eine Menge Festivals. Gerade dreimal hat die Sonne geschienen, unter anderem auch beim Area 4 Festival. Aber gerade sieht es hier so aus, als ob der Regen endlich vorbei wäre. Die Sonne kommt raus. So, obviously, now the sun is coming out outside. Looks like it. I think the rain's over, so. That'd be great to see some ja, das wäre super, hier ein bisschen Sonne zu sehen. Ein paar allgemeine Fragen am Anfang. Like, what kind of music was für do Musik you hört to? Ihr zu Hause, wenn ihr nicht gerade selbst spielt? Anything and everything. I guess you and I are kind of alike. Alles und nichts. Ich glaube, wir beide ähneln uns gerade noch am ehesten mit den ganzen Akustikgeschichten. In der letzten Zeit ist es bei mir akustisch sehr wenig geworden. Ich weiß nicht, ob ich das bewusst oder ob ich das unbewusst mache, aber ich höre gerade sehr viel softe, ruhige Musik. Tom Petty, John Mayer, viele Songs, die auf Akustikgitarren basieren, um mich zu beruhigen und zu entspannen. Ich versuche, so gut es geht, zu relaxen, wenn wir nicht auf Tour sind. Also magst du auch viele Singer-Songwriter? Na klar, aber hauptsächlich die älteren Sachen. Neil Young, Crosby, Stills, Nash, Bob Dylan und sowas. Tolle Auswahl. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin eher so der Metallica-Typ. Metallica, Miss Sugar, sowas eben. Wir hören wirklich alles, solange es gut gemacht und großartig ist. Aber ich bin eben der Heavy-Metal-Typ in der Band. Diese Typen sind eben alles Schwächlinge, die diesen dummen Bob Dylan-Scheiß hören. Der kann nicht mal richtig singen, Mann. Wovon redest du? Er ist einer der talentiertesten Sänger, die ich je gehört habe. Es steckt alles in seinen kleinen Nuancen und Phrasierungen, die in seinem Gesang stecken. Was braucht ihr, um einen guten Rocksong zu schreiben? Ich weiß auch nicht. Inspiration und Instrumente? Wir können uns auch hinsetzen und aus dem Nichts Songs formen oder sie sozusagen aus einem Stück Holz herausschnitzen. Für mich ist es einfacher zu schreiben, wenn ich bewusst schreibe. Dann habe ich immer die besten Ideen. Also lässt du es einfach fließen? Ich weiß, es klingt jetzt irgendwie schwul. Nein, klingt es gar nicht. Und schwul zu sein ist übrigens toll. Finde ich vollkommen in Ordnung. Ich habe nichts gegen die Gay-Community. Ich benutze nur manchmal das Wort schwul. Also nichts für ungut, Jungs. No offense, guys. Either way. Vielleicht sollte ich ihn mal übernehmen, bevor er sich um Kopf und Kragen legt. Vielleicht solltest du das. Adam ist eben so. Manchmal kommt anderthalb Jahre nichts aus ihm raus und plötzlich sprudelt es dann nur so los. Er ist ein talentierter Typ, wirklich. Bei mir ist es eher so, dass ich einen guten Song höre, den ich wirklich mag, und dann versuche ich ihn zu klauen. Also, wenn ihr einen unserer Songs hört und denkt, hey, der Song erinnert mich doch an diesen anderen Song, dann ist das wahrscheinlich auch so. Das ist super, solange du es nicht so offensichtlich machst. Ihr seid eine großartige Liveband und ihr seid im Oktober und November auf Deutschlandtour. Ja, das tun wir. Und ihr kommt jetzt auch in unsere tolle Stadt, ihr kommt nach Osnabrück. Ja, und ihr spielt am 17. November in der Kleinen Freiheit. Habt ihr euch was Besonderes für diese Tour ausgedacht? Wir werden uns keine Mühe geben, eine gute Show zu spielen. Wir werden einfach nur auf die Bühne latschen, gelangweilt, fett und hässlich. Nein, wir werden für die Herbsttour schon einiges ändern. Wir haben schon über 250 Shows auf dem Rücken dieses Albums gespielt. Immer mit der gleichen Setliste, immer das gleiche Programm und jeder kennt alles in- und auswendig. Die Shows sind für uns mittlerweile zu so einer Art Routine geworden, dass wir auch für uns neue Elemente und neues Material brauchen. We really start to feel that we need some
Deshalb werden wir auf der Herbsttour neben allen Songs von We Are The Royal auch viel Neues vom nächsten Album spielen. Das wird sicher viel Spaß machen. Spielt ihr lieber kleine, intensive Clubshows oder bevorzugt ihr die großen Festivals? Na Hannes, kommt's bei dir auf die Größe an? Darüber habe ich mir in letzter Zeit schon Gedanken gemacht. Vor dem Start dieser unglaublichen Festivaltour habe ich immer gesagt, wie geil es doch sei, endlich raus auf die großen Bühnen zu gehen und Open Air zu spielen. Aber jetzt vermisse ich die richtig kleinen Punkrock-Clubs und freue mich darauf, wieder dort zu spielen. Was macht ihr 5 Minuten, bevor ihr auf die Bühne geht? Das hier macht Adam. Es ist 5 Minuten vor Stage-Time und er bereitet sich gerade erst vor. Genau, vor unserer Stage-Time machen wir richtig ernsthafte Aufwärmübungen. Wir haben uns ein paar schwedische Spiele, die wir uns bei diversen Feiertagen wie Midsommar oder Weihnachten abgeguckt haben. Wir tanzen dann in kleinen Kreisen herum und tun so, als ob wir Frösche oder andere coole, rückgratlose Tiere wären. Sind das eigentlich Säugetiere? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Nicht? Da war doch was. Vielleicht kannst du die ja in Amphibien? Ich denke schon. Sind die mit den Dinosauriern verwandt? Nein, das waren Reptilien, soweit ich weiß. Ja, das stimmt. Und sie sind ausgestorben. Wie schade, ich wollte einen T-Rex. Ach verdammt, ich wollte doch einen Triceratops in meinem Garten T-Rex? Haben. Das wäre doch großartig. Oh, wir haben einen Tyrannosaurus. Habt ihr? Jonas actually is... Ja, Jonas, unser Bassist, hat den Spitznamen T-Rex. Er hat auf unserer allerersten Tour einen T-Rex parodiert. Ich kann das nicht nachmachen, aber es ist grandios. Außerdem hat er wohl den dicksten Nacken, den ich jemals bei einem Mann gesehen habe. Es muss irgendwo T-Rex-Blut in seinen Adern fließen. Ich weiß es nicht genau. Wenn das hier das letzte Interview wäre, was ihr jemals geben müsstet, was würdet ihr euren Fans sagen? Gott sei Dank. Nein, ich meine, danke euch, danke dir. Wenn das hier unser letztes Interview wäre, würde ich Folgendes sagen. They say, make love, not war. But I say, if you have to make war, make sure to make time to make love in between, kids. Okay, habt ihr es drauf? Super, das war die perfekte Antwort für ein perfektes Ende. Ich danke euch ganz herzlich für das Interview und ich hoffe, ich sehe euch im November in Osnabrück auf Tour. So, meine Lieben, das war OS Beat mit Royal Republic. Die Band spielt am 17. November in der Kleinen Freiheit in Osnabrück. Kommt alle hin, die rocken wahnsinnig und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!